Und wir haben sehr schnell erkannt, dass der Informationsbedarf in Bezug auf die Integration in das Laborinformationssystem und insbesondere auch FHIR ein Wissensbedarf besteht, und den wollen wir heute decken. Okay, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Wir werden heute vorrangig drei Referenten hören. Das ist einmal Frau Michaela Dirke vom Robert-Koch-Institut. Sie wird vorab kurz zu dem aktuellen Rollout-Stand zu DEMIS berichten, damit Sie auch aktuell informiert sind, wie es da um die Rollout-Zahlen derzeit bestellt ist. Dann wird der Herr Olaf Rode vom Fraunhofer Fokus den Großteil der Veranstaltung übernehmen und dann sehr konkret zum einen auf Ihre Fragen eingehen, aber auch ganz konkret auf die Möglichkeiten zur Integration von DEMIS ins Primärsystem. Und am Ende wird Herr Max Paproté von der Gematik nochmal kurz Ihnen Aufschluss über die Meldewege geben. Denn es kann natürlich mal sein, dass während der Verarbeitung Probleme auftreten, und da wollen wir Ihnen nochmal zeigen, wie die Meldewege entsprechend vorgesehen sind. Okay, dann wären wir mit der Begrüßung Top 1 soweit durch, und ich würde jetzt gerne Michaela Dirke bitten, zum Status des Rollouts zu informieren. Michaela, auf geht's. Auf geht's. Okay, gut. Und du Okay. kriegst die Folien weiter? Sehr gerne. Gut, dann machen wir gleich die nächste. Genau, also ich wollte kurz nochmal einen Hintergrund geben. Es ist ja so, dass wir DEMIS im Juni 2020 ausgerollt haben, im Prinzip in der ersten Ausbaustufe. Und mittlerweile haben wir es geschafft, dass 358 Gesundheitsämter von 375 Gesundheitsämtern die Daten an uns übermitteln, über die notwendige Anbindung an DEMIS verfügen. Also die haben ein Zertifikat als auch eine Software. Das bedeutet, mittlerweile ist der Ausrollstatus schon ziemlich weit fortgeschritten. 95% der Gesundheitsämter sind angebunden. Wir haben im Prinzip den Beschluss von MPK vom 16.11. eigentlich vorweggenommen, weil wir diesen Rollout-Status zumindest für die Gesundheitsämter schon erreicht haben. Es gibt hier noch ein paar vereinzelte graue, gelbe und blaue Flecken auf der Karte. Die gelben Flecken bedeuten, dass die Gesundheitsämter schon eine Software haben, wo die sich an DEMIS anbinden können. Aber die haben eben noch kein Zertifikat beantragt bei uns. Da sind wir auch gerade dabei, die zu kontaktieren und die darauf aufmerksam zu machen, dass das Zertifikat bei denen noch fehlt. Die blauen haben zwar schon ein Zertifikat, aber eben noch eine veraltete Software. Und das eine graue Amt, das hat sozusagen sich noch nicht bei uns gemeldet. Aber wie gesagt, wir versuchen, die gerade zu kontaktieren, um da möglichst bald dann auch alle Gesundheitsämter an Bord zu haben. Nächste Folie. Bei der Anbindung der Labore ist es noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Das hatten wir aber auch im Rollout so geplant, dass zunächst die Meldungen empfangen werden können müssen und dann nach und nach die Labore angebunden werden. Also mittlerweile haben wir eine Liste von 407 Laboren, wo uns mitgeteilt worden ist, dass die auf SARS-CoV-2 untersuchen. Die haben wir alle kontaktiert. 218 haben im Prinzip auch schon ein Zertifikat von uns ausgestellt bekommen, und aktiv melden aber zurzeit 88 Laborstandorte an uns. Das sind teilweise größere Ketten. Also im Prinzip bekommen wir, man sieht es auf der Grafik hier rechts, pro Tag ca. 11.000 Meldungen an den Tagen, wo eben auch viel untersucht wird. Also sozusagen von Dienstag bis Donnerstag ist da ja sehr viel los. Und das entspricht ca., also wenn man es grob schätzt, 50% der Fälle, die wir auch berichten von RKI-Seite, gehen im Prinzip schon, da werden schon Meldungen an die Gesundheitsämter elektronisch abgesetzt. Einschränkend muss man dazu sagen, parallel findet zurzeit eben noch der Faxversand statt. Also ob die dann auch alle 11.000 Meldungen abgerufen werden von den Gesundheitsämtern, das können wir sozusagen aus unseren Daten nicht genau ersehen. Aber wir haben schon die Rückmeldung, dass sehr viele Gesundheitsämter im Prinzip schon zwei Drittel DEMIS auch aktiv nutzen und wissen die Funktionen auch schon sehr zu schätzen. Und die Meldungen wurden bisher an 355 Gesundheitsämter zugestellt.
Also wir sehen, dass die Labore, die sich alle über Deutschland verteilen, eben auch schon eine große regionale Abdeckung haben. Also das heißt, im Prinzip in jedem Bundesland können mittlerweile schon Meldungen empfangen werden. Oder sozusagen liegen schon elektronisch Meldungen für die Gesundheitsämter vor. Genau, nächste Folie. Was halt nochmal ganz wichtig ist, und deswegen sind wir auch hier zusammengekommen, deswegen haben wir auch nochmal die Kommunikation nochmal ein bisschen intensiviert mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz, was ja letzten Donnerstag in Kraft getreten ist. Wird nun auch in Paragraph 14 Absatz 8 IFSG geregelt, dass DEMIS zukünftig verpflichtend genutzt werden muss. Und da gibt es eine gestaffelte Regelung und zum 01.01.2021, also das ist ja jetzt auch schon in 5 Wochen etwa, müssen eben alle Labore für die Meldung von SARS-CoV-2-Erregernachweisen DEMIS nutzen. Also es darf nur noch elektronisch gemeldet werden und der Faxversand soll für diese Meldekategorie dann auch eingestellt werden. Genauso wie eben verpflichtend ist, dass der ÖGD sich angebunden hat. Aber da haben wir gesehen, da haben wir zumindest ja schon 95% erreicht. Und die letzten 5% schaffen wir hoffentlich auch noch, während bei den Laboren der Schritt noch ein bisschen größer ist, den wir erreichen müssen bis zum 01.01.2021. Um auch nochmal zu verdeutlichen, dass es eben hier nicht nur um die Covid-19-Pandemie geht, sondern dass es wirklich auch eine langfristige Infrastruktur ist, die jetzt hier aufgebaut wird, sieht man eben auch, dass dann zukünftig, also ab 01.01.2022, auch alle anderen Erregernachweismeldungen, über dem es laufen sollen, also alles, was meldepflichtig ist, von den Noroviren über die Salmonellen bis hin zu den seltenen Erregern, die sollen dann auch alle über dem es gemeldet werden. Also das ist jetzt ein Jahr dazwischen Zeit. Auch das ist ein sehr taffer Zeitplan. Aber im Prinzip, wenn diese Stufe erreicht ist, dann haben die Labore natürlich auch den größtmöglichen Nutzen, weil das dann eben nicht nur für einen Erreger genutzt werden kann, sondern im Prinzip für alle Kommunikation im Meldesystem. Und dann bis zum 1. April 2022 dann auch noch die nicht namentlichen Meldungen. Das sind ja Nachweise von HIV, dann Malaria-Erreger, Syphilis, Echinokokkose und eben auch die resistenten Gonokokken. Und dann ist im Prinzip von Laborseite alles an Meldepflichten abgedeckt. Zusätzlich gibt es ja Meldepflichten für Ärzte oder für andere Einrichtungen, Leiter von Schulen oder von Pflegeeinrichtungen. Und die sollen sich dann alle bis zum 01.01.2023 angebunden haben an DEMIS. Da müssen wir nochmal gucken. Da wird es dann eben auch nochmal sowas wie so ein Meldeportal geben, also ein Online-Formular, wo dann am Ende jeder sich irgendwie eintragen kann, der jetzt nicht eine spezifische Software hat. Aber das sind dann halt häufig Personen, die sehr wenig melden. Für die lohnt sich so eine Online-Plattform, während halt für die Labore, die ja wirklich ein sehr hohes Meldeaufkommen haben, die profitieren eben sehr stark davon, wenn das in die Laborsoftware integriert ist. Und damit übergebe ich dann im Prinzip auch an Olaf Rode, aber wir können auch gern noch zwischendurch Fragen beantworten, wenn jetzt welche aufgekommen sind. Genau, das würde ich jetzt auch jetzt mal einleiten. Gibt es aus dem Zuhörerkreis erstmal Fragen zu dem Status zum Rollout von DEMIS? Ja, Michel Busse, eine Frage. Krankenhausmeldungen nach Dänis, ab wann sollen diese erfolgen? Genau, also das ist unterschiedlich. Also genau, wir gucken halt immer nach Arzt und Labor. Also die Krankenhauslabore, auch die müssen sich bis zum 01.01.2021 angebunden haben, wenn sie SARS-CoV-2-Erreger-Nachweise melden wollen. Also die fallen, Krankenhauslabore fallen unter im Prinzip Labore im Allgemeinen. Während es, wenn es um Ärzte im Krankenhaus sind, die halt einer Arztmeldepflicht unterliegen, die sind dann halt bis 01.01.2023. Nach Paragraph 23 ist es geplant, die Meldungen aufzunehmen im Gesundheitsämter. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Also vielleicht habe ich das jetzt auch nicht ganz Also verstanden. momentan auf der Folie sind die Meldungen nach Paragraph 7 und nach Paragraph 23 sind die Krankenhäuser verpflichtet, die Meldungen an Gesundheitsämter zu liefern. Erfolgt das zukünftig auch über DEMIS? Genau, also die Paragraph 23, Erfassung von Resistenzen, das ist sozusagen eine interne Krankenhaus,
Verpflichtung, dass die interne Statistik führen sollen, dass Krankheitserregerstatistiken geführt werden zu resistenten Erregern. Und da gibt es lediglich die Regelung, dass die Gesundheitsämter einfordern können, dass diese Statistiken denen vorgelegt werden. Aber das ist nicht in dem Sinne eine richtige Meldung, sodass wir diese Informationen zunächst erstmal nicht in dem es berücksichtigen. Was aber zum Beispiel berücksichtigt werden soll, ist nach Paragraph 34 die Benachrichtigungspflicht von Einrichtungen, Schulen, Kitas und so weiter und nach Paragraph 36 die Benachrichtigung von Gemeinschaftseinrichtungen und dann langfristig, wenn wir das alles geschafft haben, und das ist ja schon sehr viel, was hier auch angestrebt wird in den nächsten 2 Jahren, sollen auch zusätzliche Datenflüsse integriert werden. Also es gibt ja auch andere Surveillance-Systeme, die auf freiwilliger Basis laufen, zum Beispiel ARS oder zum Beispiel eine Influenza-Surveillance. Diese Datenflüsse können dann auch langfristig in die Struktur integriert werden, aber das ist dann eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Gibt es irgendwelche Arbeit für die Systematisierung von Erreger, die über Themis gemeldet werden? Genau, Momentan also durch ein SNOMED oder was ähnliches? Also für die Meldung nutzen wir jetzt so ein bisschen zurzeit die Loincodes. Wir erstellen die Profile für die Erregermeldungen in FHIR und einige der Codesysteme und Value Sets, dafür wollen wir tatsächlich auch SNOMED-Kodierungen verwenden. Wir haben jetzt sozusagen zunächst finalisiert das Profil eben für die für die SARS-CoV-2-Erregermeldung. Und wir sind gerade dabei, für Influenza und eben auch für andere sehr häufige Infektionserreger an den Profilen zu arbeiten und prüfen gerade, was da noch an zusätzlichen Klassifikationssystemen sinnvoll zu nutzen ist. Vielen Dank. Okay, gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, können wir die auch sicherlich im Laufe der Veranstaltung nochmal klären. Dann würde ich jetzt Genau, ich bin ja weiter vorschlagen, dabei. genau, würde ich jetzt vorschlagen, dass Olaf Rohde mit dem Hauptteil der Präsentation beginnt. Olaf, auf geht's. Viel Wunderbar, machen Spaß. wir so. Mein Bildschirm ist zu sehen. Ich kann alles sehr gut sehen, zumindest. Wunderbar, dann gehen wir davon aus, dass es für alle anderen auch zutrifft. Ja, erstmal auch ein Hallo von mir. Ich werde versuchen, irgendwie in den nächsten Minuten so ein bisschen den Überblick zu geben über technische Hintergründe des Systems. Wir hatten ja in der ersten Veranstaltung, die mit vielen Laboren stattfand, sozusagen diese leichte Art der Integration über eine spezielle Softwarekomponente, in dem es Adapter erläutert. Was wir heute machen wollen, ist tatsächlich einen Schritt weitergehen und ein Stück weit erläutern, wie es auch möglich ist, direkt die Schnittstellen der Infrastruktur, also der Backend-Infrastruktur aus Laborinformationssystemen oder über Kommunikationsserver oder andere Systeme heraus anzusprechen, ohne letztendlich auf diesen Demis-Adapter angewiesen zu sein. Vielleicht hier auch nochmal als Überblick so ein bisschen aus Sicht des meldenden Labors. Wie sich das System darstellt. Also im Wesentlichen gibt es in der Demis-Infrastruktur zwei Dienste, mit denen kommuniziert werden muss. Das ist zum einen der Token-Provider, der primär für die Verwaltung der Identitäten der Labore zuständig ist. Also jedes Labor, jeder Melder an der Stelle wird eine Identität dort erhalten, dort registriert sein und bevor eine Meldung versendet werden kann, die Notwendigkeit haben, sich an diesem Dienst anzumelden. Die Anmeldung dabei, das werden wir nachher auch im Detail sehen, erfolgt zertifikatsbasiert. Also deswegen ist auch dieses Zertifikat, über das vorhin schon gesprochen wurde, so wichtig. Und aufbauend auf einer erfolgreichen Authentisierung wird dann ein Token ausgestellt, also ein Sicherheitsnachweis, der bestimmte Informationen trägt. Und der dann gemeinsam zusammen mit der FHIR-Meldung, über die wir heute auch noch ausführlich reden werden, genutzt werden kann, um tatsächlich eine Meldung an die sogenannte Notification API abzusenden. Also zusammen Meldung und Token gehen an die Notification API, werden dort verarbeitet und letztendlich als Ergebnisantwort gibt es auch spezielle Quittungsinformationen. Auch darüber werde ich heute noch ein bisschen was erzählen. Wie sieht es jetzt im Detail aus? Ich habe jetzt überlegt, dass wir diesen Vortrag so ein bisschen in drei Teile teilen. Wir werden jetzt erstmal über die Anmeldung am
Token-Provider reden? Also wie sieht das aus? Was sind Voraussetzungen? Was muss man beachten, wenn man das nativ in seine Software implementieren möchte? Zweiter Teil wird dann tatsächlich auf die Erstellung der Meldung eingehen und der dritte Teil auf den Versand der Meldung. Was jetzt hier im Bild so rot hinterlegt ist oder umrandet ist, ist tatsächlich dieser erste Schritt, von dem ich sprach, die Anmeldung am Identity Provider. Wesentliche Voraussetzung hier im Schritt 1 ist tatsächlich der Aufbau einer TLS-Verbindung, die beidseitig authentisiert ist. Beidseitig heißt in dem Kontext also, dass sowohl das Client-System als auch das Server-System über ein gültiges Zertifikat verfügen und somit in der Lage sind, gegenseitig zu prüfen, dass sie ja, eine vertrauenswürdige Gegenstelle sind. Sobald dieser Aufbau abgeschlossen ist, kann letztendlich in einem Post-Request eine echte Anfrage an den Token-Provider gestellt werden, über die dann letztendlich die Ausstellung dieses Sicherheitsnachweises erfolgt und wenn erfolgreich alles geprüft werden konnte, auch das Token zurückgegeben werden konnte, wird. Wie stellt sich das dar? Also wir haben ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um letztendlich auch diese Anmeldung am Identity Provider oder am Token Provider zu realisieren. Das ist, wie vorhin schon kurz gesagt, das Vorhandensein eines Authentisierungszertifikates für die jeweilige Umgebung. Also wir unterscheiden zwischen Zertifikaten, die für die Testumgebung von Demis genutzt werden können, und Zertifikaten für die Produktion. Die sind auch gesondert letztendlich zu beantragen. Es ist nicht so, dass ein Zertifikat der Testumgebung für die Produktion genutzt werden kann und andersrum. Also das zum einen beachten. Hier erfolgt letztendlich die Ausstellung auch über die Geschäftsstelle, Demis-Geschäftsstelle im RKI, an die man sich wenden kann, wenn entsprechende Zertifikate noch nicht vorliegen. Für Sie als Hersteller sicherlich ganz interessant, insbesondere die Zertifikate für die Testumgebung. Gut, wenn man so ein Zertifikat hat, hat man nicht nur das Zertifikat, man hat natürlich auch zugehöriges Schlüsselmaterial, also privates Schlüsselmaterial, von dem man tatsächlich Leute, wo man so ein Stück weit bei der Implementierung beachten muss, dass das sicher gespeichert werden muss. Tatsächlich, wenn dieses Schlüsselmaterial weg kommt, muss auch eine Sperrung erfolgen, weil das die Identität oder die Authentifizierung eines Labors oder eines Systems ermöglicht. Insofern wichtige Empfehlungen für den Umgang mit dem Schlüsselmaterial wären Klassiker, dass natürlich der Zugriff auf die entsprechenden Files begrenzt wird über Möglichkeiten der Betriebssysteme und so weiter. Und zum anderen auch ausschließlich eine verschlüsselte Speicherung des verwendeten privaten Schlüsselmaterials erfolgt. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, wie man das realisiert. Ist sicherlich auch so ein Stück weit davon abhängig, mit welcher Programmiersprache gearbeitet wird, in welcher Umgebung, unter welchem Betriebssystem. Das müssten Sie so ein bisschen sich anschauen und berücksichtigen. Was weiterhin relevant ist, um quasi hier auch diese Anmeldung und die Kommunikation mit dem Token-Provider zu ermöglichen, die möglichen Cipher-Suiten, die im Rahmen des Verbindungsaufbaus genutzt werden, sind begrenzt und orientieren sich da sehr stark an den aktuellen Vorgaben, Sicherheitsvorgaben, was noch als sicher angesehen wird und was nicht. Also insofern sollte die zum Einsatz kommende TLS oder SSL-Library letztendlich auch diese hier aufgeführten Cipher-Suiten unterstützen. Sonst wird es halt nicht möglich sein, auch mit dem Token-Provider und der Notification-API eine Kommunikation aufzubauen. Zusätzlich relevant ist natürlich die ganze Fragestellung TrustStore. Also Sie wollen ja auch die Authentizität des Zertifikats, des Server-Zertifikats prüfen können. Auch da sind einfach Informationen zu den im Kontext von Demis genutzten CA-Zertifikaten notwendig. Diese Informationen werden durch die Gematik direkt bereitgestellt, können beispielsweise über den Demis-Adapter übernommen werden, die werden dort mitgeliefert. Oder aber, wenn ich mich recht entsinne, gibt es auch die Möglichkeit zum Download aus der Wissensbasis heraus. Ansonsten generell für die Implementierung von so einem Verbindungsaufbau ist natürlich zu beachten, dass letztendlich Best Practices in diesem Umfeld verfolgt werden. Also Sie müssen auch unbedingt die Serverzertifikate korrekt validieren. Das
hat halt so Aspekte wie die Hostname Verification, also dass der Name des Servers auch mit dem im Zertifikat benannten übereinstimmt und letztendlich die komplette Prüfung der Zertifikatskette. Also insofern auf diese Dinge ein Stück weit bei der Implementierung Rücksicht nehmen und achten. Da finden sich aber auch genug Informationen und Hinweise, wie man das machen kann. Auch hier der Hinweis, nutzen Sie ruhig auch den Quelltext des DMS-Adapters, um sich da vielleicht eine gewisse Referenz zu suchen, falls das für Sie passend ist. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen über die Voraussetzungen für den Aufbau der TLS-Verbindung geredet. Jetzt geht es tatsächlich darum, wie kommt man zu dem Token. Um einen Token ausgestellt bekommen zu müssen, muss man letztendlich eine Post-Operation an einer der hier genannten Endpunkt-Adressen aufrufen. Also für die Produktion ist es eine leicht andere Adresse als das für die Testumgebung. Das ist hier nochmal aufgeführt. Für diese Post-Operation sind im Prinzip bestimmte Parameter mitzuliefern in URL-encodierter Form. Das ist zum einen die Client-ID, das Client-Secret, der Username und letztendlich hier ein fester Wert der Grant-Type. Für Client-ID und Client-Secret sind Stand heute eigentlich nur die Dinge im System hinterlegt, die wir für den DMS-Adapter benötigen. Ist halt einheitlich für alle. Hier wird es aber, wenn Sie soweit sind mit der Integration, die Möglichkeit geben, sich auch mit der Gematik in Kontakt zu setzen, um für Ihr System eine separate Client-ID und ein Client-Secret zu beantragen. Da kommen Sie dann einfach auf uns zu. Username ist individuell für jedes Labor und da gibt es letztendlich dann auch tatsächlich diesen Zusammenhang mit dem Zertifikat und der im Zertifikat abgebildeten Identität bzw. dem Distinguished Name. Wie sieht es aus? Also wenn man jetzt mit ein paar anderen Tools einfach mal testweise sowas ansprechen würde, also hier mal ein Beispiel für Curl oder für Postman, stellt sich sozusagen die Übergabe der Parameter wie folgt dar. Kann man gerne mal ausprobieren, funktioniert halt auch. Für Sie ist das natürlich jetzt nicht der Weg. Sie müssen schauen, dass Sie das direkt in Ihr Primärsystem integrieren. Nur hier nochmal als Übersicht. Und gerade für die Entwicklung ist es üblicherweise so, dass das Entwickler mit diesen Werkzeugen bestimmte Dinge zumindest vorab testen. Das als kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ja, was kommt zurück, wenn man im Prinzip diese TLS-Verbindung aufgebaut hat und den entsprechenden Request, wie eben dargestellt, abgesendet hat? Das ist hier links dargestellt. Also zurückgeliefert wird im Erfolgsfall tatsächlich eine JSON-Datenstruktur, die verschiedene Inhalte beinhaltet. Tatsächlich für uns relevant ist der hier rot umrandete Access-Token. Das ist letztendlich ein JSON-Web-Token-Struktur, die den üblichen RFC-Spezifikationen folgt und hier in der Form mit der entsprechenden Punktnotation Base64 kodiert übertragen wird. Wenn wir das hier rot umrandete nehmen und letztendlich dann auch mal zerlegen und in menschenlesbarer Form darstellen, sieht es wie hier rechts dargestellt aus. Also die Informationen bestehen aus drei Teilen. Das ist sozusagen ein Header, der gewisse Informationen gibt über den verwendeten Algorithmus für die Signatur dieses Sicherheitsnachweises, über den Typ des Tokens und die verwendete Schlüssel-ID. Das sind relevante Informationen, die nachher für die Notification-API notwendig sind, um auch diese Token sauber zu validieren. Relevant dann auch tatsächlich die Inhalte, die übertragen werden oder kodiert sind in diesem Token. Das sind hier, ich fange mal oben an, letztendlich ein Zeitstempel, wann dieser Token abläuft, wann er ausgestellt wird, eine eindeutige ID, durch wen er ausgestellt wurde, für welchen Dienst er im Prinzip verwendet werden kann, auf welches Subject sich bezogen wird, welchen Typ der Token hat. Noch weitere Informationen zum aktuellen Session State und dem Rollen, die letztendlich dem Nutzer im DMS-System zugeordnet sind. Diese Rollen werden Stand heute im Prinzip hier erstmal immer die gleiche sein, sozusagen eine Rolle als Sender von Labornachweisen an die Notification API.
Das mag sich in Zukunft, wenn dann einfach weitere Dinge, Surveillance-Systeme oder was auch immer dazukommen, auch noch ändern können für einzelne Labore. Das, was Sie hier sehen, ist allerdings das, was jetzt zu erwarten ist. Zusätzlich gibt es Informationen zur Organisation. Da wird dann bei Ihnen nicht nur Test drinstehen, sondern tatsächlich der richtige Name des Labors. Und hier noch ganz wichtig für uns, wirklich dieser Preferred Username, der sich dann nachher auch auf die Labor-ID bezieht. Das sind sozusagen relevante Inhalte des Sicherheitstokens, die nachher, und das ist ja der dritte Teil dieses Tokens, durch eine elektronische Signatur im Prinzip kryptografisch gebunden und prüfbar gemacht werden. Dieser Token ist für uns einfach die Voraussetzung und diese Tokenprüfung ist für uns die Voraussetzung, um nachher auch Meldungen anzunehmen. Also wann immer ein Token bei uns ankommt, der nicht valide ist im Hinblick auf seine Signatur oder nicht mehr gültig in Bezug auf den definierten Gültigkeitszeitraum, wird es auch nicht möglich sein, eine Meldung abzusenden und man wird eine entsprechende Fehlermeldung bekommen. Also insofern, die sind, glaube ich, aktuell 10 Minuten oder so gültig, diese Token, oder 5, müssen wir nochmal schauen, immer entsprechend sicherstellen, bevor Sie eine Meldung wegsenden, zu prüfen, ob der Token, den Sie noch haben, noch gültig ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, müssen Sie sich einen neuen ausstellen lassen. Ist tatsächlich auch kein großer Overhead und relativ einfach abbildbar. Okay, das soll schon der erste Teil gewesen sein. Jetzt haben wir im Prinzip einen Token. Was wir noch nicht haben, ist im Prinzip eine Meldung. Das wird jetzt den zweiten Teil des Vortrags auch ausmachen, dass ich ein Stück weit auf den Aufbau von den Demis-Meldungen eingehen werde. Das machen wir als Grundlage für den späteren Versand. Also wir müssen die natürlich im System erstmal bauen. Ob Sie das jetzt machen, nachdem der Token abgerufen wurde oder schon davor, das ist ziemlich egal. Das soll jetzt einfach nur mal der Storyline hier gelten. Also, wie sieht es aus mit Demis-Meldungen? Was sind Demis-Meldungen? Also Demis-Meldungen, das hatte Frau Dierke vorhin schon erläutert, nutzen als zugrunde liegenden Standard momentan HL7 Fire in der Version Release 4. Wir haben uns da auf einen Modus geeinigt, dass letztendlich die Erstellung von den innerhalb der Meldung genutzten Fire-Ressourcen beziehungsweise davon abgebildeten Profilen durch das RKI erfolgt. Also hier wird natürlich die fachliche Expertise der Kollegen gebraucht, um genau darstellen zu können, was sind denn mögliche Erreger, die wir in Value-Sets kodieren und so weiter und so fort. Für Demis SARS-CoV-2, über was wir im Prinzip jetzt in der Folge reden werden, sind die entwickelten Profile abrufbar, und zwar unter der hier angegebenen URL. Also SimplifierNet, das ist im Prinzip eine Plattform, ein Dienst, der es ermöglicht, im Prinzip sehr bequem in die entsprechenden Profile mal reinzuschauen, zu schauen, was dort auch im Prinzip verpflichtende Inhalte sind, zu schauen, was irgendwie die fachliche Beschreibung auch der einzelnen Felder ist und so weiter. Das wird uns ein Stück weit auch durch die folgenden Folien begleiten, weil wir da einfach auch so ein paar Screenshots mit mal rausgenommen haben aus dieser Plattform, um Ihnen auch zu zeigen für die einzelnen Inhalte, was bedeutet das, wie spielt das zusammen, wie können Sie das auch nutzen, um nachher bei einer Implementierung auch die Dinge und diese Ressourcen so zu befüllen, wie wir das brauchen, wenn im Prinzip Meldungen rausgesendet werden. Diese Fire-Profile sind letztendlich quasi Einschränkungen, Schemata, die auf diesen Fire-Basis-Ressourcen vorgenommen werden und für uns nachher auch im Prinzip die Grundlage der Meldungsvalidierung im Backend bilden. Also sprich, wenn das Regelwerk, was durch diese Profile vorgegeben wird, nicht eingehalten wird, werden Sie auch im Prinzip beim Absetzen der Meldung entsprechend Fehlermeldungen bekommen. Was das so sein kann, würde ich jetzt auf den nächsten Folien nochmal erläutern. Vielleicht so als übergreifendes Modell. Ich weiß nicht, ob alle mit Fire im Prinzip vertraut sind. Fire hat einen Ansatz, dass sozusagen bestimmte medizinische Konzepte in sogenannten Ressourcen kodiert werden.
Zum Beispiel will man einen Patient als wiederkehrendes Objekt abbilden. Deswegen definiert der Standard für Patienten im Prinzip bestimmte Datenstrukturen mit üblicherweise für Patienten zu erhebenden Daten. Was wir in den Profilen machen, ist letztendlich sozusagen diese Standardinformation zu nehmen und zu sagen, okay, das brauchen wir davon, andere Sachen brauchen wir davon nicht. Und das wollen wir so und so zusammenstecken, so ein bisschen wie Lego, wollen noch die Farbe bestimmen und gut ist. Hier haben wir so ein Bild, was tatsächlich mal alle Lego-Steine und also in diesem Fall alle Profile auflistet, die wir Stand heute für die SARS-CoV-2-Meldung benutzen. Das würden wir jetzt Stück für Stück durchgehen, wobei halt im Prinzip bestimmte Profile immer ja so logische Einheiten bilden. Hier tatsächlich mal dargestellt die Angaben zu den ja, relevanten Akteuren, die wir im Prinzip in Bezug auf eine Meldung auch haben. Rechts oben sehen wir im Prinzip die jeweiligen Fire-Ressourcen oder Fire-Profile, die relevant sind, um im Prinzip Angaben zu einer betroffenen Person zu kodieren. Links daneben letztendlich Angaben zum Meldenden, also zu dem Akteur, der die Meldung absetzt, in diesem Fall halt das Laborsystem. Und unten noch den dritten Akteur in diesem Zusammenspiel, den Einsender der Probe, der hier auch über mehrere Ressourcen abgebildet wird. Ich würde, bevor wir dann über die anderen Ressourcen noch reden, hier ein Stück weit auch auf diese drei Blöcke eingehen wollen und da ein bisschen tiefer reinschauen mit Ihnen. Die betroffene Person. Tatsächlich ist natürlich alles, was wir irgendwie in diesen Meldungen abbilden, hat den direkten Bezug zu den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes. Zu betroffenen Personen sind das letztendlich die Angaben gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1, die für uns eine Rolle spielen und die wir im Prinzip mit versucht haben, in diesen Profilen auch entsprechend abzubilden. Was wir hier haben, ist tatsächlich jetzt mal die beiden Profile, die genutzt werden für die Abbildung der betroffenen Person im Sinne einer natürlichen Person und rechts das Profil im Ausschnitt für sozusagen, wir nennen es hier betroffenen Einrichtungen, sozusagen Angaben zu einer Organisation, in der sich der Patient zum aktuellen Zeitpunkt gegebenenfalls aufhält. Das trifft auch so ein bisschen die Regelung oder spiegelt die Regelung des Infektionsschutzgesetzes wider, wo halt von üblichen und derzeitigen Aufenthaltsort die Rede ist. Und wir haben halt Situationen, die wir abbilden müssen, wo sich eine betroffene Person im Krankenhaus aufhält oder dauerhaft in einem Pflegeheim, wo es für die Gesundheitsämter tatsächlich auch wichtig ist, Informationen darüber zu bekommen. Da reicht dann die übliche Anschrift, Wohnanschrift des Betroffenen nicht unbedingt aus. Da brauchen wir halt gegebenenfalls und optional ist es auch sozusagen Angaben zur Organisation, in der sich der Betroffene oder die Betroffene derzeit aufhält. Also wie gesagt, links sind Angaben zur betroffenen Person im Sinne der natürlichen Person, rechts zur Organisation. Was wir hier tatsächlich mal haben und hier noch rot eingekramt, ist sozusagen der Verweis, der sich auch gibt. Also sollte es zutreffen, dass ich eine Organisation habe, die relevant ist und des Wissens wollen, müsste ich das sozusagen mit in diesen Angaben zur betroffenen Person abbilden über ein Element, was sich unterhalb der Adresse befindet. Auch hier hilft sozusagen diese Simplifier-Plattform, um diese einzelnen Elemente durchzugehen. Wenn man darauf schaut und drauf klickt auf diese Elemente, wird es auch noch Zusatzinformationen geben, wo einfach fachlich nochmal unterfüttert wird, warum, was ist das genau und wie auch immer. Wir sehen jetzt hier exemplarisch im Profil, ja, wir brauchen irgendwie einen Namen einer Person, wir brauchen Kontaktinformationen, die aber potenziell optional sind. Wir brauchen Informationen zur Adresse, wir brauchen Informationen zu anderen Kontakten und so weiter. Ich habe jetzt hier unten mittig mal einfach ein Beispiel gemacht und das ist aus einer tatsächlichen Testmeldung mal rausgezogen.
So würden sich sozusagen die relevanten Informationen darstellen als Ausprägung innerhalb der Meldung. Das ist jetzt für nur die betroffene Person, ohne dass wir da eine Organisation dran zu hängen haben. Also wir sehen, es gibt hier einen Namen, der besteht aus einem Nachnamen und einem Vornamen. Wir haben ein Geschlecht, wir haben ein Geburtsdatum und wir haben hier eine Anschrift. Das ist sozusagen so ein Stück weit ein minimaler Datensatz, der auch üblicherweise vorliegt und den man mit nutzen kann, um sozusagen die betroffene Person mit abzubilden. Weitere Details dazu, wie gesagt, auf den entsprechenden Simplifier-Seiten. Bewegen wir uns weiter zum Melder. Da hatten wir vielleicht oder haben Sie vielleicht vorhin schon gesehen, das ist tatsächlich hier aus drei Ressourcetypen zusammengestellt. Das ist zum einen sozusagen die Melderrolle, der Melder als solcher und die Meldereinrichtung. Auch hier wieder so ein bisschen der Hintergrund. Laut IFSG ist natürlich eine Person eigentlich meldepflichtig. Die Realität ist natürlich eine andere. Die Meldungen kommen aus Laboren, aus Organisationen, die sehr arbeitsteilig organisiert sind. Da würde uns also eigentlich wenig helfen, wenn wir jetzt nur Angaben zum Laborleiter haben, weil das ist üblicherweise nicht die Person, die dann auch für die Bearbeitung mit zuständig ist in vielen Fällen. Genauso haben wir Situationen, wo vielleicht bestimmte Angaben nicht vorhanden sind. Also insofern ist das hier im Informationsmodell so designt, dass sozusagen entweder oder und eine Angabe zur meldenden Person oder zur meldenden Einrichtung gemacht werden kann. Und um das letztendlich im FHIR-Informationsmodell auch passend abbilden zu können, wird sozusagen diese dritte Ressource, diese Role, Practitioner Role Ressource eingebettet, die es letztendlich dann ermöglicht, sozusagen zu verzweigen. Zu sagen, ich habe jetzt entweder nur einen Melder oder ich habe nur eine Meldereinrichtung, Angaben dazu, oder ich habe beides. An dieser Ressource hängt halt auch ein Regelwerk, was halt sagt, also zumindest eins der beiden brauche ich oder beide. Das ist letztendlich damit rüber abgebildet und auch in den Regeln, die an der Ressource dranhängen, abgebildet. Auch hier verweise ich gerne nochmal auf das Simplifier. Da finden sich alle Details dazu, auch alle Details zu den Regeln, die potenziell dranhängen. Dann sehen wir hier im Prinzip diese zwei anderen Strukturdefinitionen für die Melder als Person, die Melder als Einrichtung. Und rechts letztendlich dann auch exemplarisch mal abgebildet, sozusagen die Ausprägung einer solchen Organisation, weil das wird üblicherweise das Modell sein oder das Datum, was mit rüberkommt, dass man Primärangaben zur Einrichtung hat, zur Meldereinrichtung, also zum Labor. Da sehen wir halt Angaben zum Identifier. Das sind Angaben zur BSNR beispielsweise. Das sind letztendlich Angaben auch zum Typ der meldenden Einrichtung. Das ist jetzt für Labore sicherlich noch nicht so super hochspannend, weil es da immer das Gleiche sein wird. Spielt später eine Rolle, wenn man im Prinzip auch andere Akteure, die relevant sind, mit dazu nehmen wird. Hier finden sich Angaben letztendlich auch zum Namen des Labors, zu Kontaktdaten, die gegebenenfalls seitens der Gesundheitsämter benötigt werden, um Rückfragen zu stellen. Dann auch nochmal die Straßenadresse im Prinzip hinterlegt. Und auch wichtig, wenn halt für ein Labor bekannt ist, wer tatsächlich dort Ansprechpartner auch für Gesundheitsämter sein soll, wäre auch diese Angabe hier nochmal möglich mit zu hinterlegen. Also all das sind quasi Informationen, die später auch den Gesundheitsämtern zu Güte kommen und erlauben, schnell entsprechend Nachfragen zu stellen und die jeweiligen Ansprechpartner auch zu kontaktieren. Springen wir noch einen Schritt weiter jetzt zum Einsender. Hier mal als Einsender im Prinzip kennzeichnet. Da haben wir jetzt aber auch tatsächlich schon festgestellt in den zurückliegenden Monaten, dass es wichtig ist, glaube ich, dann nochmal zu erläutern, dass es sich hier um den Einsender der Probe handelt und nicht um den Einsender der Meldung. Also auch da gab es schon so ein paar Verwechslungen. Also für Sie hier nochmal ganz wichtig, deswegen hier auch nochmal fett gedruckt. Diese Angaben sind Angaben zum Einsender der Probe. Auch hier gibt uns im Prinzip das IFSG Vorgaben mit, dass diese Angaben mit zu senden sind. Auch hier einfach der Hintergrund,
Das Gesundheitsamt muss in der Lage sein, gegebenenfalls auch den Einsender kontaktieren zu können, um Rückfragen zu stellen. Die Struktur, die wir hier vorfinden, für den Einsender orientiert sich auch sehr stark an dieser Struktur, die ich eben erläutert habe, für den Melder. Also wir haben sozusagen wieder eine Ressourcenstruktur, die diese Rolle bildet, wobei auch hier wieder der Einsender als Person oder, und das ist jetzt ein exklusives oder, glaube ich, der Einsender als Einrichtung angegeben werden kann. Wird in den allermeisten Fällen auch wieder der Einsender im Sinne einer Organisation sein. Und auch hier habe ich nochmal ein Beispiel mittig platziert. So würde es letztendlich in der Meldung, in der JSON-Repräsentation aussehen. Also wir haben hier auch wieder Angabe zum eindeutigen Identifier, der es im Prinzip den Gesundheitsämtern auch ermöglicht, das sauber zuzuordnen intern in ihrer Datenhaltung. Nochmal den Typ der Organisation und wie auch bei den anderen Sachen letztendlich die relevanten Kontaktdaten und Adressdaten. Okay, so viel zu den Akteuren, die irgendwie an unserer Meldung dranhängen. Was natürlich extrem spannend ist für die Gesundheitsämter, sind die Informationen zu, was wird gerade geliefert. Also was sind die Untersuchungsergebnisse, was sind noch so Informationen, die ich brauche zur Probe, was ist die Diagnose, die dranhängt. Das ist aktuell hier über drei verschiedene Ressourcen im Prinzip abgebildet, auf die ich jetzt im Einzelnen nochmal eingehen werde. Das Spannendste und wahrscheinlich auch momentan noch mit komplexeste ist der Erregernachweis hier für SARS-CoV-2. Auch hier finden sich im Prinzip die Rechtsgrundlage im IFSG, welche Informationen durch die Labore gemeldet werden sollen. Und wir haben hier in einem ersten Aufschlag sozusagen das abgebildet, was für SARS-CoV-2 relevant war. Also hier auch nochmal der Hinweis, das gilt tatsächlich jetzt erstmal nur für SARS-CoV-2, was ich sage. Für die anderen Meldetatbestände wird es da wahrscheinlich auch noch leichte Anpassungen geben. Aktuell ist das Profil für diese Spezialressource, also die Observation-Ressource, so ausgestaltet, dass wir hier eine gewisse Mischung noch zulassen zwischen kodierten und unkodierten Informationen. Das hat ein Stück weit den Hintergrund, dass natürlich der Anspruch des Projekts gerade am Anfang war, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Labore in die Lage zu versetzen, Meldungen abzusetzen. Und hier der mit dem ALM auch erläuterte oder besprochene Weg, dass man ein Stück weit die Möglichkeit bietet, über die Datenstrukturen zu gehen und daraus Werte abzuleiten, die man dann übernimmt in diese FHIR-Datenstrukturen. LDT als Format hat es nicht ganz so mit kodierten Werten. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Freiheitsgrade, auch die Labore haben in der Ausgestaltung der jeweiligen Inhalte, sodass wir hier auch eine gewisse Flexibilität in den Profilen vorsehen mussten und wollten. Aber allerdings nur bis zu einem gewissen Grad, das werde ich gleich nochmal erläutern. Aber gehen wir vielleicht erstmal die Ressource selbst durch. Klar, wir haben ein Stück weit einen Status, der uns was einfach zum Status des Ergebnisses, das Testergebnis sagt. Ist es vielleicht vorläufig, ist es final? Das ist hier auch gebunden in dem Profil an ein konkretes Value Set. Also die hier verwendbaren Werte müssen sozusagen aus diesem Value Set Observation Status kommen. Auch dieses Value Set ist letztendlich abrufbar über momentan die Simplifier-Plattform. Wir haben hier auch noch im Prinzip die Kategorie. Das ist tatsächlich aber ein fixer Wert, der gesetzt werden muss durch dieses Thema. Also kein größeres Ding. Spannender wird es jetzt tatsächlich im Prinzip beim Typ des durchgeführten Labortests. Da gab es ja vorhin schon die Frage, was ist denn kodiert, wie kodiert man bestimmte Dinge. Hier waren die Überlegungen, die wir dazu im Prinzip im April und Mai geführt haben, tatsächlich diese, dass wir sagen, der Typ des durchgeführten Labortests soll als Low-Encode transportiert werden. Wobei letztendlich fachlich im Prinzip hier auch ein Value-Set bereitgestellt wird, der auf Low-Encodes verweist, die relevant sind für SARS-CoV-2. Also das ist hier tatsächlich Stand heute die fachliche Orientierung.
welcher Code hier im Prinzip einzubetten ist. Und jedes System, was im Prinzip meldet und über diese Datenstrukturen meldet, hat hier auch einen passenden Loading-Code drin zu positionieren, dieser Datenstruktur. Das auch als kodierten Wert. Anders sieht es jetzt ein Stück weit bei der Codierung der Ergebnisse aus. Also hier, wie gesagt, der Code beschreibt den Typ des durchgeführten Tests. Der Value beschreibt das Ergebnis des Labortests. Und hier haben wir halt uns damals bewusst entschieden, Freiheitsgrade zuzulassen und zu sagen, okay, in Abhängigkeit, klar, des durchgeführten Tests wird man unterscheiden müssen, was kann man darstellen. Ich glaube, das am wenigsten strikte ist hier tatsächlich der Value String. Das ist ein unkodiertes Textergebnis. Werden wir auch gleich nochmal im Beispiel sehen, wo wir zum Beispiel Daten, wie sie Stand heute aus dem System rausfallen, die vielleicht noch keinem Codierungsschema folgen, keinem festen, nehmen können und hier mit einbetten und sicher sein können, dass das letztendlich auch auf der anderen Seite im Gesundheitsamt ja darstellbar ist und verständlich da ist. Wir haben dennoch hier auch schon vorgesehen, dass die Werte im Prinzip alternativ als kodiertes Konzept angegeben werden können, wobei da dann auch der Hinweis ist, und auch das findet sich im Prinzip erläutert nochmal in dem entsprechenden Profil, dass der dann zu verwendende Code letztendlich aus der Answer-List kommt, die im jeweiligen Loading-Code des Labortests hinterlegt ist. Also ist üblicherweise so, wir haben im Prinzip einen Loading-Code für einen Test und wenn man da so ein bisschen reinschaut, gibt es auch mögliche Antwortmeldungen. Also gerade wenn es um den Nachweis von Erregern geht, um Presence, finden sich dann so Antwortmöglichkeiten wie Detected oder Not Detected und so weiter. Das wäre dann entsprechend in dieser Form abzubilden. Es sollten natürlich Tests durchgeführt werden, die auf quantitative Ergebnisse im Prinzip schließen lassen, wäre dann zukünftig sowas wie Value Quantity zu verwenden. Gut, so viel zum Ergebnis des Labortests. Was jetzt aber, denkst du, tatsächlich für die erste Stufe noch fast wichtiger ist, ist letztendlich die korrekte Codierung der Interpretation der Testergebnisse. Hier haben wir uns entschieden, damals sozusagen zu sagen, codiert muss zumindest abgebildet werden, was im Prinzip die Interpretation dieser Ergebnisse, die wir hier darstellen, bedeutet. So nach dem Motto, es ist ein positiver Erregernachweis, es ist ein negativer Erregernachweis. Die Werte hierfür kommen auch wiederum aus einem Value-Set-Code-System, der uns im Prinzip hier die Möglichkeiten der Interpretation zulässt. Das wäre sozusagen schon ein Stück weit die Fachlichkeit, die mit reinkommt. Was auch sehr wesentlich ist und Stand heute auch mit so einer die einzige Möglichkeit auch für die per LDT noch meldenden Labore Zusatzinformationen zum jeweiligen Test mitzuliefern, ist dieses Note-Element. Hier können tatsächlich textuelle Hinweise zum Untersuchungsergebnis noch mitgegeben werden, wo wir bezüglich der Semantik und Struktur keine weiteren Vorgaben stellen. Also wo man tatsächlich, wenn es sinnvoll ist, Zusatzinformationen mitliefern kann. Also das wäre vielleicht Stand heute irgendwelche Referenzbereiche oder. Genau. Letzter Bereich, auch hier hat man wieder eine Methode mit Möglichkeit im Prinzip kodiert oder als Text was mit zu übergeben, sind Angaben zur genutzten Nachweismethode. Auch hier findet sich die Bindung an ein konkretes Value-Set, die hier an der Stelle auch verpflichtend ist, sofern man die Methode mitgibt und sofern die Methode natürlich nicht schon ausreichend genau über den Loading-Code spezifiziert ist. Gut, jetzt viel zur Theorie. Ich würde jetzt hier einfach mal zwei Beispiele bringen, wie tatsächlich so eine Ausgestaltung innerhalb einer Meldung aussehen würde. Jetzt hier in der Variante 1, wie wir sie aktuell im Prinzip umsetzen für den DMIS-Adapter, der von vielen Laboren eingesetzt wird, der auf Basis der LDT-Informationen die Generierung der Inhaltsstrukturen vornimmt. Wie ich vorhin schon erläutert hatte, nutzen wir hier tatsächlich für die Darstellung des Testergebnisses den Value String. Also hier in diesem Fall wird letztendlich auf einen der LDT-Felder
wirklich das Testergebnis 1 zu 1 als String übernommen und hier mit reinkodiert. Die anderen Angaben, insbesondere zur Interpretation, werden tatsächlich hier mit positiv dargestellt. Ist, sagen wir so, jetzt auch wenig erstaunlich, weil wir aktuell ausschließlich natürlich positive Erregernachweise in der Infrastruktur annehmen. Also das ist tatsächlich auch ein ziemlich statischer Wertstand heute. Und wir sehen hier tatsächlich auch in der Note einfach noch Zusatzinformationen, die transportiert werden. Also zum einen nochmal der Wert des Ergebnisses und zusätzlich aus den LDT-Datenstrukturen heraus auch hier testbezogene Hinweise, die sich wiederfinden. Auch das kann letztendlich aufgebaut werden. Vom Code her sehen wir hier, ist es tatsächlich ein Low-Encode, der verwendet wird, der auch aus dem entsprechenden Value-Set kommt. Und hier oben haben wir letztendlich fixe Informationen. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, Stand heute Ergebnisse, Erregernachweise an Labore mit zu übergeben. So würde das Gleiche letztendlich nochmal in kodierter Form als Ergebniswert aussehen. Also wir hätten hier passend zum Low-Encode in der im Code-Element eine der möglichen Antworten, die auch hinterlegt sind, also hier einen Low-Answer-Code, der in dem Fall letztendlich detected aussagt. Das wäre für uns für die Zukunft natürlich die zu präferierende Lösung. Und wie gesagt, textuelle Hinweise sind trotzdem weiter möglich. Gut, springen wir weiter. Also jetzt hatten wir gerade den Erregernachweis besprochen. Kommen wir jetzt hier unten, links sehen wir es nochmal rot umrandet zur Probe. Auch diese Informationen sind im Prinzip entsprechend nochmal zu übermitteln. Auch hier gibt es Stand heute die Möglichkeit, das in kodierter Form zu machen, wenn man sich dann sozusagen an diesem Value-Set orientiert, der hier vom RKI vorgegeben wird, mit Materialien. Der ist Stand heute im Prinzip auch basierend auf SNOMED-Codes. Allerdings bis zum Jahresende ist es eine Substitution von SNOMED-Codes. Erst im kommenden Jahr werden wir hier wirklich mit SNOMED-Codes arbeiten, weil auch erst dann im Prinzip für Deutschland die Möglichkeit der Nutzung von SNOMED vorliegt, weil dann die Lizenzfragen dazu geklärt sind. Also wir kodieren hier sozusagen die Art des Probenmaterials in Type und wir kodieren hier in diesem Informations-Item auch das Datum letztendlich des Probeneingangs. Das sind Angaben, die wir, wie gesagt, laut IFSG benötigen, die auch relevant sind für die Gesundheitsämter. Gut, im Beispiel auch gleich unkodiert würde es so aussehen, dass beispielsweise ein Ergebniswert hier gesetzt wird als Type Text. Die Zeit wird richtig angegeben und in der zweiten Sache, also zweite Variante als kodierter Inhalt, sehen wir es Stand heute verwiesen, noch nicht auf SNOMED, wie ich schon meinte, sondern auf ein Codesystem, das RKI, was Materialcodes beinhaltet, die sich allerdings, wie gesagt, hier sehr eng am SNOMED orientieren. Text kommt hier tatsächlich nochmal zusätzlich mit rein. Das ist tatsächlich aber auch wesentlich und wichtig für die Übergangszeit, um natürlich auch die Entwicklung auf Seiten der Gesundheitsamtssoftware mit zu unterstützen. Und, ja. Hier ist Thomas. Wir haben die erste Frage, von Herrn Christoph Dülli. Da steht Probeneingang im Labor, Klammer nicht Annahmezeitpunkt, Fragezeichen. Kannst du mit der Frage was anfangen oder, Herr Duelli, möglicherweise könnten Sie Ihr Mikro anschalten und die kurz nochmal erläutern. Ja, ich glaube, ich verstehe die Frage. Also es gibt natürlich in dem Moment, wo ich eine Probe entnehme und in dem Moment, wo die im Labor ankommt, ist ja ein Stück weit Zeit dazwischen. Ich glaube, das IFSG definiert tatsächlich als zu Meldeinformation den Probeneingang im Labor und nicht den Zeitpunkt der Probenentnahme. Aber Michaela, da kannst du mich auch, glaube ich, nochmal korrigieren, falls ich da falsch liege. Insofern haben wir hier den Wert auch so semantisch belegt, dass es die Regelung des IFSG widerspiegelt. Okay, beantwortet das Ihre Frage? Ja. Ansonsten, Olaf, würde ich vorschlagen. Gehen wir weiter. Okay. Genau. Wir hatten vorhin gesehen, es gibt auch noch Stand heute eine Diagnose, die letztendlich
nochmal das Gesagte abbildet auf einen ICD-10-Code an der Stelle, der relevant ist. Das ist für SARS-CoV-2 aber auch eine sehr statische Angabe. Und auch da sind wir am Überlegen, ob das für die weiteren Meldetatbestände in dieser Form bestehen bleibt oder ob wir da nochmal überlegen und für Labormeldung was anderes machen. Aber das ist, wie gesagt, noch ein Blick in die Zukunft und da würden wir dann, wenn wir ein Stück weit weiter sind, sicherlich auch nochmal in ähnlicher Runde über dann ein anderes, leicht abgewandeltes Informationsmodell reden. Gut, kommen wir zu so ein bisschen der Klammer, zu dem, was die Meldung als solche zusammenhält. Wir haben jetzt hier diese vielen Einzelressourcen gehabt, die teilweise aufeinander verweisen. Und wir brauchen jetzt letztendlich noch ein paar Angaben, umgebende Angaben, die uns die Möglichkeit bilden, das sozusagen in eine Gesamtstruktur zu gießen, die den Baum darstellt, durch den wir nachher auch auf der Meldung durchnavigieren können, um alle Informationen zu finden. Das ist auch eher interessehalber, auch da würde ich Sie bitten, noch für Zusatzinformationen im Simplifier weiter nachzugucken. Also hier finden sich letztendlich sozusagen die Referenzen auf die jeweiligen Ressourcen zur betroffenen Person, zum Melder, aber letztendlich hier auch zur sozusagen Diagnose an der Stelle und zum Erregernachweis, das, was wir hier sehen. Das sind sozusagen Referenzen, die dann die Klammer bilden und uns die Chance geben, das als Gesamtmeldung wahrzunehmen. Eine weitere Klammer, die dann eher noch technischer Natur ist, ist sozusagen ein Container, der uns dann erlaubt, alles an Melde- und Ressourceninformationen zusammenzufügen, noch mit einem Zeitstempel zu sehen und einen gegebenenfalls Identifier zu verpassen, was dann nachher tatsächlich auch gesendet wird an die Infrastruktur. Also in diesem Zusammenspiel ergibt sich sozusagen die Darstellung einer Erreger- oder eines Erregernachweismeldevorgangs. Hier vielleicht auch nochmal ein kurzer Hinweis auf das vielleicht auf den ersten Blick komische Wording. Also hier heißt es Erregernachweismeldevorgang, weil wir natürlich schon versucht haben, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was da vielleicht noch kommen mag. Und natürlich wird es den Fall geben, dass zu einer Meldung gegebenenfalls noch eine Nachmeldung kommt, eine Ergänzung kommt, eine Korrektur kommt. Und das wäre dann auch in so einem Meldevorgang letztendlich mit abbildbar. Also insofern unterscheiden wir hier schon Erregernachweismeldevorgang und Erregernachweismeldung. Das sind so semantische Feinheiten, die gegebenenfalls später noch eine größere Rolle spielen, als jetzt noch erscheinen, sagen wir es so. Gut, jetzt habe ich tatsächlich über das Informationsmodell Stand heute, also das, was tatsächlich aktuell genutzt wird, für SARS-CoV-2 geredet. Wir haben natürlich in den zurückliegenden Monaten da auch Feedback bekommen aus den Laboren, aus den Gesundheitsämtern bezüglich bestimmter Besonderheiten, die man vielleicht nochmal überdenken sollte und was wir halt jetzt auch in Zukunft machen werden. Zum Beispiel an bestimmten Punkten wird es sicherlich noch Schemaentspannung geben. Also so Bindungen an Value-Sets werden wir vielleicht noch rausnehmen, bestimmte Kardinalitäten vielleicht noch verändern, einfach um auch hier noch mehr Flexibilität zu ermöglichen und sicherzustellen, doch, dass das nicht so viele Meldungen vielleicht auch hängen bleiben oder mit Fehlern hängen bleiben in den Systemen der Meldenden. Nur weil vielleicht ein Datum nicht ganz korrekt gesetzt wurde. Aber wie gesagt, da beraten wir Stand heute drüber. Das würden wir dann in einer separaten Veranstaltung sicherlich auch nochmal darstellen, was sich verändert hat. Was wir auch gehört haben aus einigen Gesundheitsämtern und Laboren, dass natürlich schön wäre, wenn mehrere Testergebnisse, die Meldungen unterstützt werden würden. Auch das gibt momentan das Modell nicht her. Auch hier werden wir für die Zukunft schauen, sowas gegebenenfalls zu berücksichtigen, vielleicht über eine weitere Ressource wie einen Laborbericht, der dann auch das Einfügen mehrerer Testergebnisse erlaubt.
was ja vorhin auch schon gesagt wurde, Unterstützung weiterer Meldetatbestände steht jetzt auf der Entwicklungsagenda, da sind wir dran. Und auch hier wird es natürlich dann erregerspezifisch sehr konkret entsprechende Value-Sets-Codesysteme geben, die sich dann primär aus Slowing und SNOMED-Codes bedienen werden. Genauso wird auch Stand heute angestrebt, dann für die jeweiligen Erreger auch jeweils Subprofile zu bilden, die es ermöglichen, auch dann zu sehen, keine Ahnung, für eine Influencer-Meldung oder was auch immer Meldung, welche Codes sind denn da jetzt üblicherweise die, die seitens des RKI erwartet werden und die sinnvoll wären an der Stelle aus fachlicher Sicht. Da sind wir dran und ich denke, da werden halt nach und nach weitere Profile dann hinzukommen. Das wird letztendlich durch die entsprechenden Experten beim RKI vorbereitet und dann auch gegebenenfalls demnächst veröffentlicht auf jeweiligen Simplifier-Plattformen. Es wird wahrscheinlich ein leicht anderes Projekt sein als das, was wir jetzt für SARS-CoV-2 nutzen, aber auch dazu werden wir Sie dann nochmal gesondert informieren. Okay, jetzt haben wir eine Meldung gebaut oder Sie haben eine Meldung gebaut. Die müssen wir natürlich jetzt noch irgendwie ans System senden und wir müssen an dieser Stelle auch dann schauen, was wir zurückbekommen. Genau, was wir senden ist tatsächlich, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, zum einen die Meldung, zum anderen den Sicherheitsnachweis, den wir uns im ersten Schritt haben ausstellen lassen. Aber auch hier, bevor wir das tun in Schritt 8, müssen wir wieder eine beidseitig authentisierte TLS-Verbindung aufbauen. Das entspricht dem, was wir auch schon in Schritt 1 gemacht haben, hier vorhin beim Abruf des Tokens, also gleiche Technik. Das ist entsprechend mit den gleichen Empfehlungen, mit dem gleichen Zertifikat. Nichts Neues, deswegen gehe ich da auch nicht nochmal gesondert drauf ein. Und dann kommt es im Prinzip der nächste Schritt, den wir machen, eine Operation, eine Postoperation im Prinzip abzusetzen, die dann auch die Inhalte enthält, die ich gerade habe versucht darzustellen. Die Umsetzung dessen, was gesendet wird, basiert auf dem, was im FHIR-Standard als sogenannte Custom Operation im Prinzip vorgesehen ist. Also der Möglichkeit für spezielle Anwendungsfälle, eigene Operation mit einer eigenen Semantik zu definieren. Das haben wir gemacht. Es gibt halt eine Operation, die da heißt Process Notification. Diese Operation ist halt auch Bestandteil der jeweiligen aufzurufenden Endpunktadressen. Das stellt sich halt hier auch wieder für Produktion und Testumgebung mit den URLs geteilt da, hier nur zu Ihrer Information. Wie gesagt, an diese Endpunktadressen muss der entsprechende Request gesendet werden als Postoperation und hier, und jetzt kommen wir dazu, muss dann auch die Einbettung des Sicherheitsnachweises erfolgen in Form eines HTTP-Headers, einem Authorization-Header, der als Inhalt letztendlich dieses Bearer-Token trägt, also Bearer-Leerzeichen, und dann kommt sozusagen diese kodierte Datenstruktur, die wir vorhin gesehen haben, da was im Prinzip aus diesem Access-Token kam. Das muss damit reingepackt werden und embody letztendlich die Payload, die Meldung als solche. Und das ist dann sozusagen das, was da alles drinsteht. Und sobald wir dieses dann auch an die Schnittstelle senden, fängt im Prinzip die Notification API auch an zu arbeiten. Also was passiert da alles? Da wird, ich glaube, das sehen wir hier nochmal ganz gut, findet eine Vorverarbeitung statt. Also erstmal natürlich die Sicherheitsprüfung, ist das Token valide, ist es noch gültig und so weiter. Dann aber auch die Vorverarbeitung, letztendlich die Prüfung der Nachricht, der Meldung gegen das definierte FHIR-Schema. Also haben Sie sich bei der Ausgestaltung der Meldung auch an die Vorgaben gehalten? Sind die Kardinalitäten eingehalten worden? Kommen die Codes aus den entsprechenden Value-Sets? Sind alle Ressourcen vorhanden, die wir benötigen? Sind alle Angaben vorhanden? Und so weiter. Das wird gemacht, aber es wird noch mehr gemacht. Es werden halt auch noch Zeitstempel gebildet, die sozusagen abbilden, wann ist die eingegangen, die Meldung. Es wird auf Basis der Inhalte berechnet, an welches Gesundheitsamt die Meldung jetzt auch geroutet werden soll, für welches Gesundheitsamt die auch verschlüsselt werden soll.
und so weiter und so fort. Und es wird zusätzlich letztendlich dann im Dienst ja, Response-Informationen zusammengestellt, Quittungsinformationen, die auch wieder ein Mini-Informationsmodell folgen und letztendlich verschiedene Informationen transportieren. Also zum einen, das sehen wir jetzt hier links oben, rot umrandet, Status-Fehlerinformationen zur Meldung. Also sollte beispielsweise die Meldung, die Sie gesendet haben, fehlerhaft sein, kommt hier auch im Prinzip in der Response, in der Operation Outcome die Information zurück, was vermutlich der Fehler war. Sehen wir nachher auch nochmal ein Beispiel. Sollte alles schick sein, gibt es tatsächlich noch eine Quittung mit in der Response-Nachricht, die sich auch wieder so ein bisschen strukturiert. Also wir haben wieder so ein umfassendes Bundle, was ein Dokument mit drin hat. Dieses Dokument hat einen Autor, was letztendlich ein Verweis auf Demel selbst ist, die Organisation, und hat noch einen zusätzlichen Verweis auf das ermittelte, berechnete Empfängergesundheitsamt, was als kodierte Information im Prinzip mit zurückgeliefert wird, was man natürlich auch schick in so ein Primärsystem integrieren kann als Zusatzinformation. Und last but not least tatsächlich auch noch eine Meldungsquittung, die vom System erstellt wird und die sozusagen nochmal eine Zusammenfassung der Meldung und der Quittungsinformation als PDF-Dokument darstellt. Auch das sehen wir gleich nochmal im Detail. Gehen wir durch die einzelnen Geschichten. Also so ein Response-Parameter, also die oberste Datenstruktur, die zurückkommt, ist so ein Parameters-Ressource-Typ, der wiederum strukturiert ist und Untereigenschaften hat. Also zum einen dieses Quittungsbundle und zum anderen dieses Operation-Outcome, also die Ergebnisse, Fehlermeldung und so weiter. So eine Operation Outcome kann halt verschiedene Ausprägungen haben. Jetzt links habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, wo tatsächlich die Meldung auch angenommen wurde, alles okay ist. Da gibt es eigentlich hier nur eine Information drin, alles ist in Ordnung, informational vom Status her. Das Rechte wäre jetzt tatsächlich hier ein Beispiel für einen Fall, in dem eine Meldung auch nicht angenommen wurde, weil letztendlich eine der Postleitzahlen nicht gültig war. Also der Wert, der hier übermittelt wurde, passt einfach nicht zu den Angaben aus dem Value Set zu den gültigen Postleitzahlen. Und damit wird hier auch einfach eine Fehlermeldung zurückgeworfen, die es dann ermöglicht, darauf zu reagieren und entsprechend die Angaben zu korrigieren und die Meldung erneut zu senden. Gehen wir weiter. Also die Quittungsbundle-Struktur ist wieder nur so eine Hilfsstruktur, die uns einen Container bildet, um die anderen Ressourcen zu transportieren. Gucken wir uns hier vielleicht mal relevanter die Information zur Übermittlungsstelle an. Hier haben wir eine FHIR-Ressource vom Typ Organisation, die uns tatsächlich jetzt hier Informationen bietet, an welches Gesundheitsamt ging denn die Meldung. Es gibt eine eindeutige ID des Gesundheitsamts, es gibt eine Bezeichnung des Gesundheitsamts, es gibt die entsprechenden Kontaktinformationen, die man gegebenenfalls benötigt, wenn man jetzt vielleicht aus dem Labor heraus ein Gesundheitsamt kontaktieren möchte, was für diese Meldung zuständig ist. Also das liefern wir hier auch in kodierter Form mit zurück, für Sie auch dann einfach zur Weiterverarbeitung, einfach um Mehrwertfunktionen anzubieten, das entsprechend im System zu vermerken, wie auch immer. Was ich vorhin schon meinte, es gibt zusätzlich dazu eine Empfangsbestätigung, eine Meldequittung, die erstellt wird durch die Notification API und die als PDF hier zurückgespielt wird in Form einer Binary-Ressource. Das ist ein Stück weit, ich nenne es mal das Pendant zum Fax-Sendebericht, der vielleicht jetzt in einigen Laboren abgeheftet wurde oder in den Systemen gespeichert wurde. Das bietet einfach nochmal die Möglichkeit, alles auf einen Blick zu sehen, was ist da angekommen auf der anderen Seite und vor allen Dingen auch, wann ist es angekommen und welche eindeutige ID hat es im System erhalten. Das ist ein Stück weit eine Referenz, mit der dann einfach auch bei Interesse gearbeitet werden kann. Das ist, glaube ich, aber eher gut für die Archivierung oder vielleicht fürs Anzeigen für die Nutzer. Muss man sehen, wie damit umgegangen wird. Gut, grob sind wir jetzt einmal den Ablauf durch. Also wir haben uns eine Token geholt, wir haben eine Meldung erstellt und wir haben eine Meldung versendet und wir haben eine Antwort bekommen. Eigentlich sind wir an der Stelle fertig. Ich habe jetzt hier, glaube ich, auch nur noch die eine Folie.
mit verschiedenen Punkten, die mir gestern noch spontan beim Bauen der Folien einfielen. Natürlich gibt es auch sowas wie ein Systemverhalten im Wartungsfall. Es findet momentan noch relativ häufig natürlich Anpassung an der Backend-Infrastruktur statt. Einfach weil neue Funktionalität ausgerollt wird oder tatsächlich noch Fehler bereinigt werden oder. Stand heute läuft es so, dass wenn im Prinzip hier eine Wartung stattfindet, das auch im Backend so umgestellt wird, dass alle Dienste mit einer 503-Nachricht antworten, also Service Unavailable als HTTP-Nachricht oder Response-Nachricht, was eigentlich dem Primärsystem oder manchmal ja auch dem DMS-Adapter sozusagen signalisieren sollte, pass auf, wir machen hier eine Wartung, warte mal bitte einen gegebenen Zeitraum, bis du es erneut versuchst, einfach deine Meldung an uns zu schicken. Ja? Also sprich, solange eine 503 kommt, heißt es, da wird was gewartet und bitte die Meldung noch ein bisschen zurückhalten und einfach in 10 Minuten nochmal versuchen, passiert es nochmal, warte nochmal 10 Minuten und dann versuch's wieder. Genau, das einfach noch so als Information dazu. Da finden sich aber tatsächlich auch in der Wissensdatenbank der Gematik noch Zusatzinformationen. Auch tatsächlich noch zu Fehlermeldungen, die sonst noch so zurückkommen könnten und wie man damit gegebenenfalls umgeht. Das habe ich jetzt nicht alles mit in den Vortrag gepackt, weil es sonst, glaube ich, so ein bisschen auch den Rahmen sprengen würde. Aber da auch meine Bitte an Sie, lesen Sie ruhig nach, wenn Sie Dinge nicht verstehen, melden Sie sich bei uns und fragen Sie danach, da unterstützen wir Sie auch gern. Gut, ein weiterer Punkt aus dies und das ist tatsächlich die Frage, oh Gott, muss ich das jetzt alles selber implementieren? Können Sie natürlich gern machen. Es ist auch nicht so ein großes Hexenwerk, das geht. Aber was wir natürlich haben mit dieser Referenzimplementierung für den DMS-Adapter, ist natürlich ein Implementierungsbeispiel, was wir auch seinerzeit so strukturiert haben, dass es mehrere Teile beinhaltet. Und ein Teil ist tatsächlich auch so nutzbar, dass er eher als Bibliothek funktioniert, um letztendlich von außen durch Fachverfahren direkt genutzt zu werden und all das, was ich beschrieben habe, letztendlich auf ein bisschen einfacheren Weg darzustellen. Also beispielsweise diesen TLS-Verbindungsaufbau, den Abruf des Tokens, das Zusammenstellen der Feiermeldung. Also da gibt es eine Abstraktionsschicht. Insofern, wer da Interesse hat, der Quelltext wird da auf Anfrage auch bereitgestellt durchs RKI. Wenden Sie sich einfach an die entsprechende Mailadresse. Wir sind aktuell auch dabei zu klären, was im Prinzip jetzt bei uns noch so ein paar Voraussetzungen sind, um das auf GitHub veröffentlichen zu können. Da machen wir Fortschritte und in Zukunft wird es das dann halt einfach auch öffentlich geben. Dann müssen Sie nicht mehr den Umweg über die direkte Anfrage gehen. Okay, damit bin ich auch am Ende dessen, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich weiß, es war viel. Ich hoffe, es war für Sie trotzdem informativ und dann würde ich einfach ein Stück weit jetzt die Fragerunde eröffnen. Ja, Olaf, vielen Dank für den sehr informativen Vortrag. Jetzt ist genau die Frage, ob es Fragen gibt. Gerne per Handzeichen ankündigen. Da haben wir schon die erste Wortmeldung von Conny Holzinger. Bitte schön. Ja, hallo. Also wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, Herr Rode, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Es war sehr inhaltlich sehr, war interessant und spannend. Es wurde ja alles aufgezeichnet. Kann man das irgendwo sich nochmal anschauen, dass man sich das nochmal ins Gedächtnis rufen kann? Also meiner Meinung nach sehr gern. Das wäre jetzt die Frage an die Kollegen der Gematik, ob wir wieder den gleichen Weg wählen wie beim letzten Mal oder nicht. Genau, also wir haben das Meeting aufgezeichnet, hatte ich zu Beginn der Veranstaltung ja angekündigt und wir stellen das Video entsprechend bereit und können dann nochmal den Empfängerkreis oder den Kreis hier nochmal per E-Mail dann informieren, wenn es soweit ist, wenn wir es veröffentlicht haben. Sehr gerne. Das ist prima, vielen Dank. So, Michael Dohr, bitte.
Ja, schönen guten Tag. Der Zugriff auf die URL, die bei den Strukturübersichten immer angegeben war, dem ist rki.de. Über wen können wir den beantragen? Sie meinen jetzt die Endpunktadressen für das Senden oder meinen Sie die Profilbezeichnung? Also aktuell sind Sie hatten in Ihren Übersichten von der Struktur, war die URL immer oben drüber angegeben. Genau, das ist Stand heute eine logische URL. Diese URL werden Sie so momentan noch nicht auflösen können im System oder über eine echte URL. Diese Strukturen finden Sie alle in dieser Simplifier-Plattform. Da sind die halt anders angeordnet und haben diesen logischen Namen. Für weitere Ausbaustufen sehen wir allerdings auch vor, dass unter der logischen URL irgendwann auch tatsächlich die jeweiligen Profile abrufbar sein werden. Das ist aber Stand heute noch nicht erfolgt, da sind wir noch in der Konzeption. Wie gesagt, aber Sie finden auf dieser Simplifier-Plattform, die ich auch ganz am Anfang, glaube ich, auf den Folien verlinkt hatte, direkt alle Ressourcen, über die wir heute hier gesprochen haben. Alles klar, Dankeschön. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich schaue mal in den Chat von Herr oder Frau Laubinger. Die Frage lautet, ab wann wird FHIR verpflichtend? Fragezeichen. Was heißt verpflichtend? Also natürlich an der Schnittstelle zu DMS Infrastruktur ist es verpflichtend, weil Stand heute nutzen wir da nichts anderes. Es gibt kein anderes Format, mit dem man gegen die Backend-Dienste im Prinzip Meldungen senden kann. Vielleicht bezieht sich die Frage aber auch so ein Stück weit dahingehend, wie lange der Adapter im Prinzip mit unterstützt werden wird und wie lange es den geben wird. Da vielleicht auch so ein bisschen eine ambivalente Antwort. Natürlich wäre es uns persönlich sehr recht, wenn es irgendwie eine tiefe Integration in die Primärsysteme geben würde, weil wir dann einfach auch die Möglichkeit haben, sicherlich deutlich strukturierte Informationen rauszubekommen, also mehr kodierte Werte und so weiter. Wie ich vorhin schon so kurz angerissen hatte, macht uns diese LDT-Datenstrukturen dahingehend so ein bisschen Sorgen, dass halt viele Informationen ausschließlich textuell mit drin sind, die übernommen werden müssen, was auch sehr viel Aufwand bedeutet auf Seiten der Gesundheitsämter, einfach um Daten dann vielleicht zu übernehmen in die wiederum strukturierten Formen. Ich glaube, bis auf Weiteres wird es den Adapter geben. Der wird auch noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Schön wäre es, wenn wir ihn irgendwann beerdigen können. Aber ich glaube, momentan wird es den noch erstmal eine Weile geben. Ja. Also es ist kein Endedatum aktuell angegeben. Herr Manuel Neubauer hätte noch eine Frage. Ja, genau. Hallo erstmal. Ich möchte da jetzt direkt anknüpfen. Ich mag bloß deswegen, ich habe die gleiche Frage gehabt, wie lange ist der Adapter denn noch zur Verfügung? Weil man muss einfach was sehen, also bei all unseren Kunden, also der ein oder andere mag mal die Ausnahme bilden, ist es eigentlich so, dass die Listsysteme direkt in der DMZ sind und deswegen gar keine Verbindung zum Internet haben. Und da ist dann natürlich so eine direkte Integration auch irgendwo einfach nur ein technisches Problem, weil die Kunden das auch einfach gar nicht die Verbindung machen wollen. Ich sage jetzt nicht, dass das eine unüberwindbare Hürde ist, aber auch das ist so ein Grund, wo man da ein bisschen beachten muss. Aber da schauen wir einfach mal, was sich ergibt. Es waren nur so alle, die wir jetzt schon ausgeliefert haben, die haben gesagt, natürlich kommt der Adapter auf eine separate Maschine, die dann außerhalb der DMZ steht und nur eine Verbindung zum LIS hat. Also das ist auch noch so ein Thema. Aber gut, die Frage haben Sie ja schon beantwortet. Wollte ich nur mal so mit auf den Weg geben. Tatsächlich ist das aber ein guter Hinweis, den Sie da haben. Ich meine, da kann man natürlich auch überlegen, ob man vielleicht noch einen Weg vorsieht, dass natürlich die Inhaltsstrukturen generiert wird durch das LIS und man dann diesen Versand der FHIR-Inhaltsstruktur noch über einen Adapter macht und vielleicht auch so an dem LDT ein Stück weit vorbeikommt. Aber danke nochmal für diesen Einblick auch in die Netzwerkstrukturfragen. Okay, gibt es weitere Fragen? Wir hätten noch einen Referenten, Herrn Max Paproti von der Gematik. Wenn wir jetzt keine weiteren Fragen haben, könnten wir jetzt das Wort an Max geben. Prima, dann vielen Dank dafür. Max, möchtest du deinen Bildschirm teilen oder soll ich das machen? Wäre prima, wenn du das gleich machen könntest. Na klar. Dann super.
Ja, mein Name ist Max Paprotier. Ich begrüße Sie auch ganz freundlich. Ich unterstütze das Demis-Team im Bereich der Betriebs- und Serviceorganisation und würde jetzt gerne nochmal die Perspektive ein kleines bisschen wechseln, und zwar auf die Anwender. Das sind in diesem Fall die Labore natürlich und der öffentliche Gesundheitsdienst, die Behörden. Ich würde gerne nochmal die relevanten Kommunikationspunkte hier aufführen aus Anwendersicht. Das ist wichtig zu verstehen. Ich werde auch gleich im Anschluss an diese Folie nochmal erklären, warum. Wir haben, der Herr Hoffmann war so freundlich und hatte es vorhin schon gepostet, die Wissensplattform. Das ist auch für Sie eigentlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt, um ja, Fragen im Hinblick auf Demis auch eigenständig beantworten zu können. Wir verfolgen hier einen Self-Service-Ansatz, der viele Vorteile bietet, auch natürlich, dass Sie die Informationen zu jedem Zeitpunkt abrufen können und sich quasi da auch wirklich sehr gut selbst organisieren können. Die Wissensplattform wird stetig aktualisiert und ist auch schon sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also sprich, da finden Sie auch zukünftig sehr viel relevante Informationen zu Demis. Für die Anwender haben wir einen Partner Talent, der Anfragen im Sinne eines Single Points of Contact annimmt. Im Wesentlichen dann unterscheidet in technische Anfragen und fachliche Anfragen. Die fachlichen Anfragen landen tendenziell, auch das hatten wir ganz am Anfang schon kurz besprochen, beim RKI, und die technischen Anfragen, die landen dann bei uns, bei der Gematik. Dafür haben wir quasi einen hintergelagerten SPOC, Single Point of Contact, der heißt demis@gematik.de. Und genau hier gebe ich nochmal den Hinweis, dass Sie als Labor-Software-Hersteller genau hier bitte ansetzen und Ihre Anfragen direkt an uns schicken, demis@gematik.de. Wir gehen davon aus, dass Sie tendenziell eher technische Fragen haben werden, und die können Sie einfach direkt an uns platzieren. Das macht die Kommunikation, glaube ich, einfach direkter, und Talent kann sich dann auch wirklich an unsere gemeinsamen Anwender kümmern und dort den Fokus quasi auf die Kommunikation richten. Ja, im Endeffekt sind das die wesentlichsten Kommunikationspunkte, die wir haben. Für Sie werden sich die Anfragen wahrscheinlich ein bisschen anders darstellen. Wir haben auf der folgenden Folie, Thomas, wenn du bitte, danke, nochmal kurz dargestellt, welche Informationen wir brauchen. Das ist für Sie eigentlich identisch. Wir brauchen Ihre Kontaktinformationen, bitte kurz, damit wir uns zurückmelden können bei Ihnen. Wir brauchen hier ein kleines bisschen abweichend natürlich keine Störungssymptomatik, sondern gehe davon aus, dass bei Ihnen vielleicht eher Rückfragen entstehen können im Hinblick auf anstehende Tests, Testergebnisse, wo es vielleicht nochmal eine Rückfrage geben kann an das Demis-Team, wie verhält sich ein bestimmtes Testergebnis eines Software-Tests und wie gehen wir damit um. Ja, also all das können Sie direkt dann bei uns bei der Gematik anfragen. Ja, im Wesentlichen wären das jetzt schon meine Punkte. Also wie gesagt, bitte nutzen Sie die Wissensdatenbank, die ist stetig voll gefüllt mit Informationen und aktuell. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, vielleicht auch gerne zu diesem Termin, zögern Sie nicht und schicken Sie uns eine E-Mail-Anfrage. Wir melden uns dann schnellstmöglich zurück. Okay, Max, vielen Dank für deinen Beitrag. Jetzt können wir noch mal schauen, ob es zu diesem Punkt weitere Fragen gibt. Fragen genereller Natur. Wenn dem nicht so ist, sind wir sozusagen 5 Minuten vor der Zeit fertig geworden. Und dann habe ich noch eine Aufgabe, mich ganz herzlich für die Teilnahme zu bedanken, für Ihre Fragen. Nochmal ganz großen Dank an die Referenten. Und wir freuen uns natürlich auf weiteres Feedback. Nutzen Sie die Kommunikationskanäle. Holen Sie uns ab, wenn Sie Punkte haben, die stören, Punkte haben, die wir verbessern können.
Wir sitzen alle in einem Boot. Wir arbeiten gerne für Demis und wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen schönen Tag.